Hallo und herzlich willkommen zurück zu Half-Life. Die Runde 2 beginnt. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele dann doch mal wieder weiter. Ich glaube, ich habe sogar noch Folgen. Also das dürfte wahrscheinlicherweise nicht mal eine Lücke sein. Aber ich habe jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Sage ich deshalb dazu, damit ich dann einen Grund habe, mich irgendwie rausreden zu können, wenn jetzt irgendwas total schief gehen sollte. Und ich würde sagen, wir legen einfach los, wenn ich mich recht entsinne, haben wir... Nun öffnen sich schon die Silotür. Was war denn das gerade hier? Warte mal. Oh. Das wusste ich noch vom letzten Mal, da hatte ich ja hier Schluss gemacht, hatte dann aber mal ganz kurz noch einen Schritt weiter gewagt, um zu schauen, was da vorne um die Ecke kommt. Gut, wir können ihn also nicht retten, ist mir auch egal. Wir können ja sowieso niemanden retten hier. Eigentlich ist es total sinnlos, Leute retten zu wollen. Es geht einfach nicht. So, wir laden uns erstmal auf. Dann machen wir dir vielleicht auch die Tür wieder auf. Tür wieder auf. Tür wieder auf. Nein, wir werden hier sterben. Was zur Hölle? Ernsthaft mal? Das ist schade. Gut, wir kommen aber irgendwie von der anderen Seite aus ran, aber ganz ehrlich, wieso? Jetzt! Sehr gut. Gut. Weiter geht's also. Ja. Dank meines einen Schritt weitergehens weiß ich auch schon, was das hier ist. Das ist keine Sprengfalle, was ich im ersten Moment damals dachte und draufgeschossen habe. Nein, wir aktivieren damit diese Dinger davon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das eigentlich hier anstellen kann, die nicht zu aktivieren. Ich würde aber sagen, wir speichern mal. Ich weiß, ich habe gerade eben schon gespeichert. Und dann probieren wir mal die Rambo-Methode. What? Ach. Ich weiß, dass es Verschwendung ist. Ist mir jetzt gerade egal. Haben wir noch einen? Irgendwo hier. Okay, war nicht die schönste Variante, das gebe ich zu, aber erfolgreich offenbar. So, wir kriegen eine neue Waffe, das ist auch schön. Ach ja, stimmt, rechte Maustaste ist ja gar nicht in den Anschlag legen. Das ist ja nur in allen nachfolgenden Shootern so. Wir sind ja noch in einem uralt Dinosaurier-Shooter. Ist das noch nicht so, da hat man nur das Fadenkreuz, das normalerweise einfach angezeigt wird. So. Da sind viele Dinge noch anders. Da hat man auch noch Lebenspunkte und keine sich regenerierende Lebenskraft, die einfach nur durch einen roten Rand am Bildschirm angezeigt wird. Und man hat keine durchinszenierten epischen Schlachten, die bloß 2 Stunden lang gehen. Nein, wir spielen ja viel länger und... Wir haben auch nicht so ein durchinszeniertes Dingensbummens. Schlau! Schlau! Tja, weiß ich nicht, ob das so gut war. Egal. Muss jetzt so zählen. So. Ab hier weiß ich übrigens jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe mich bloß bis zu den... Kanonengeschützen hier zum Dingens da vorgewagt. Aber ich nehme mal an, es gilt trotzdem... Oh. Es gilt, die richtige Waffe zu benutzen. Das war nicht die, die ich wollte. Ich wollte eigentlich die hier haben. Hier drüben. Hier bin ich. Fang mich. Bin die Waldfee. Hol mich. Oh. Ich bin voll Ninja. Du bist tot. Gut. So. Dann schauen wir mal. Leben. Können wir sogar gebrauchen. Muni können wir ebenso mitnehmen. Das ist schön. Gut, hier geht es also nicht weiter. Dann probieren wir es doch mal hier drüben. Was spackt denn die Steuerung so rum? Das ist irgendwie total merkwürdig. Oder kommt mir das nur so vor? Irgendwie hat die doch einen totalen Schuss weg, die Steuerung, oder? Bilde ich mir das ein? Dass sie manchmal so völlig abdreht?
Böser Bube. Böser Bube. Das macht man nicht in den Rücken fallen. So. Oh, der, den hat es schon beim ersten Mal erwischt. Der ist im Gegensatz... Oh, wir haben Militärpersonal an Bord. Okay. Der ist im Gegensatz zu den anderen mal nicht nach hinten umgefallen, sondern gleich nach vorne. Und den hat es gleich mit erwischt. Das finde ich in Ordnung. Das ist vollkommen legitim. Wir nehmen natürlich die Handgranaten mit oder auch nicht. Wir können eigentlich mal hier, weil da drüben gerade so ein Geschütz wieder steht, machen wir es nochmal so und sacken uns die Handgranate ein hier. Okay. Und hier drüben scheint ja noch eins zu sein. Dann holen wir uns das so. Nicht doch. Au, was? Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe mal, die Tür geht jetzt auf im Gegensatz zu der anderen. What? Oh, was ruckelt das denn so hier? Oh Gott. Warum ruckelt das so? Sterb. Ich weiß, es ist übertrieben, aber es ist mir egal. Was war denn das? Was war denn das? Das ruckelt immer noch, stelle ich gerade fest. Aber mittlerweile geht's. Na kommt, sterbt. Alle miteinander. Sterbt. Kommt noch mehr? Ich finde die Geräuschkulisse sehr spitze. Irgendwie hupt und tutet ständig irgendwas hier rum. Es ist immer was anderes. Kommen wir hier oben irgendwie rein? Nee, ne? Oder kann man das aufprügeln? Ich bin ja nicht so... Ich bin ja der totale Half-Life-Noob. Ich weiß ja nicht, ob man eventuell irgendwas aufschlagen kann. Hier so? Nicht so. Schade eigentlich. Hätte ich gut gefunden. Okay, Schmierpaste. Das ist ja eklig hier. Gut, dann speichern wir mal, auch wenn es mit dem Leben jetzt gar nicht mal so gut aussieht. Und das könnten wir doch eventuell so regeln. Und nach dem großen Knall folgte die Stille. Lebst du noch? Okay, offenbar nicht. Ich finde das interessant, dass die alle so abspasten, wenn sie dann tot sind. Oder sich hinsetzen und mit dem Kopf schütteln. Okay, das sollten wir lieber zerstören, glaube ich. Irgendwas spinnt hier total. Jetzt hackt es schon wieder so bei mir. Das kann nicht gut gehen. Das sehe ich schon. Das kann nicht gut gehen. Moment mal kurz. Ich muss mal irgendwie schauen, ob ich meinen Laptop anders hingestellt kriege auf diesem externen Lüfter hier, der offenbar nichts zu bringen scheint. Außer Krach, den man hoffentlich nicht hört, weil die Geräuschkulisse eh laut genug ist. So, wenigstens ein bisschen Muni. Ach, und hier drüben gibt es Energie. Wunderbar. Ja, genau. 30%, super. Waffe. Ich brauche was zum Schießen. Falls ja plötzlich wieder jemand um die Ecke kommt. Ach, schön, wieder ein bisschen Energie wenigstens. Hüpf, nicht so weit hüpfen, das sage mal. Wer hat denn dir das mit dem Hüpfen erklärt? Endlich gerettet. Warte! Himmel sei Dank, das endlich. Okay, das war die definitiv die falsche Waffe. Lebt der Kerl noch oder nicht? Ich blick hier nie so richtig durch, ob die noch am Leben sind oder nicht. Können die nicht einfach hinfallen und liegen bleiben, wenn sie sterben? Das wäre sehr schön. Okay, hier ist keiner mehr, wie es aussieht. Gut. Nicht, dass ich mit der Brechstange bewaffnet jetzt ins nächste Feuerduell reinspringe. Das wäre auch uncool. Aber ist ja gut gegangen. So. Kollege. Gehen Sie vor. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Nein, ich fange nicht damit an. Ich hasse dieses Lied.
Gut. Kommst du mit? Okay, speichern und dann actionreiche Elektromucke. Geht's los! Abschmeißen! Action! Shooter! Töten! Legs! Totale Legs! Oh Gott! Orientierungslosigkeit! Lebensverlust! Sterben! Oh mein Gott! Warum lassen Sie mich hier? Nein, einem Kollegen ist man unterwegs. Ist schon in Ordnung. Ich dachte, ich wäre schon oben. Gut, gehen wir die ganze Sache mal ein bisschen ruhiger an. So, speichern wir mal. Will ich, dass der Kerl gleich reinrennt, obwohl es total sinnlos ist, hier zu wollen, weiß ich ja. So, so geht das. Speichern. Gut, das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal ein Mund. Wo ist der andere? Da drüben. Naja. Nicht schön, aber selten. Du lebst? Also ich hoffe wirklich, Sie wissen, was Sie da sehen. Nein. Aber kommt ruhig mit. So, wir haben jetzt schon zwei Wissenschaftler gerettet. Ist das nicht der Wahnsinn? Meine Güte, das läuft ja. Also insofern man von gerettet sprechen kann. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich... Ja, dankeschön. Ich weiß ja nicht, ob man das wirklich gerettet... Nein, nicht drauf haben. Ich weiß nicht, ob man das wirklich gerettet nennen kann, wenn man sie nur aus dieser Halle hier schon mal geholt hat. In Sicherheit. 3 Stunden später. So. Da schlägst du dir den ganzen Nachmittag lang die Hand und hier durch die Kisten zu kommen. Kriegen wir mal ein bisschen schneller. So. Aber es lohnt sich, wie wir sehen. Okay. Nochmal fix aufgeladen hier, soweit wie es geht zumindest. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir vielleicht noch ein paar Wissenschaftler retten können. Das mit den Lags war natürlich wahnsinnig mies, muss ich zu sagen. So. Und ich habe gerade diese Waffe mögen gelernt. Was ist denn mit dem da unten? Kommt er nicht mit? War ich eine so große Belastung? Nein, der andere. Schon gut. Sie werden nicht einmal merken, dass ich hier bin. Der andere ist die Belastung. Der bleibt nämlich einfach stehen. So, jetzt kannst du auch wieder mitkommen, Kollege hier. Also, dann los. Ja. Mach mal ein bisschen Wandertag hier, Betriebsausflug. Kennt ihr ja, ne? Macht man in Black Mesa auch ab und zu. Warum? So in die Wüste und so. Okay, der eine will offenbar nicht. Gefällt's dir hier so sehr? Geh mal weg, Albert. Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Dann bleib halt, ist mir auch egal. Wenigstens Albert kommt mit mir, der ist mein Freund. Nicht in die Dinger gehen, ne? Kollege. Kriegst du das hin? Nein. Kriegt er nicht. Schick. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ist ja niedlich, wie er da hängt. Und zuckt. Schade, dass der verschwindet. Die müssten eigentlich drin bleiben. Und wenn ich drauf schieße, müssten sie wieder runterkommen. Aber war ja schon putzig irgendwie, ne? Könntest du dann mal? Sag mal. Gut, dann nehmen wir einfach mal die Pistole, um Muni zu verschwenden. Mit der geht's gleich beim ersten Schuss. Warum auch nicht?